Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Einen Monat ist jetzt vergangen. Die Übermacht der Syrten und Eisen haben sich ein bisschen gelegt. Wir haben momentan die zwei Eisen-Edelsterne hier und einen von uns verloren. Beide von uns verloren, aber einen von Syrten-Edelsterne noch, okay. Und ja, wir schauen mal, was so abgeht jetzt hier. Und wenn wieder viel abgeht bei den Igen, dann können wir wieder öfters Parts bringen. Sonst muss ich halt wieder leider warten, bis ich auch wieder etwas zeigen kann, weil, ja, wenn ich nicht Leveln zeigen kann, weil die Syrten mich immer irgendwo abfangen, immer besiegen, ich nicht in Ruhe leveln kann. Und auch nicht fortschlachten sein kann, weil die Igen nichts machen können, kann ich leider nicht so viel zeigen. Und deshalb kommen auch nicht ganz so viele Dinge. Aber wir haben scheinbar einen gigantischen Bonus. Das ist wahrscheinlich durch den neuen Patch, der überhaupt nicht in Form irgendwie angekündigt wurde. Überhaupt nichts, aber der Patch ist einfach da. Und jetzt schauen wir mal am besten bei den Zyklopen, wie schnell wir jetzt überhaupt leveln, weil wir haben auch einen gigantischen Erfahrungsbonus. Jetzt haben wir zum Beispiel 6864 Goldmünzen. So. Also, ja, der große Aventurin haben wir das letzte Mal, habe ich glaube ich das letzte Mal schon gezeigt. Wenn nicht, ich habe einen großen Aventurin gefunden. Voll cool. Nein, der ist natürlich nicht viel wert. Aber jetzt schauen wir mal, wie viel Erfahrung bekommen wir hier bei den Zyklopen. Und wo sind die Leute? Wo sind die Spieler? Es ist niemand hier. Aber die Eis sind hier. Okay, scheinbar. Also es hat das Algros-Fort eingenommen. 5, 6, 7, 8, voll gebufft. 9. Also, wie viel Erfahrung bekommen wir jetzt über? Also, Schaden machen wir immer noch sehr viel. Ja, deutlich mehr. 242 ganz normal. Und da sind schon ein paar unterwegs, die gucken uns nur an. Gut. Dankeschön, Syrten. Probieren wir einfach zu leveln. Ich will ja sie nicht angreifen. Dann bin ich ja gestoppt. Ich habe sie nicht mal provoziert. Stellt euch das mal vor. Sonst würden alle provozieren. Gut. Mal schauen, ob wir wirklich nicht angegriffen werden. Einer hat mich ja gesehen, aber er hat uns in Ruhe gelassen. Das ist sehr nett von ihm. Weil die Spiele wirklich nicht mehr aggressiv auf einem losgehen. Vor allem keine Levelkiller momentan mehr online sind, die einfach sofort natürlich uns töten müssen. Und das Mendia-Fort wird angegriffen von den Syrten scheinbar. Weil die Syrten ja nach oben gegangen sind. Gut, schauen wir hier mal, wie viel wir bekommen. Ja, recht schnell. Super. Das gibt uns auch natürlich auch viel Motivation. So, wir haben jetzt 21 Uhr, machen wir eine halbe Stunde, bisschen vor halb 10 Uhr abends, nehme ich auf und wir leveln jetzt einfach mal und schauen, wann Ignis einen Fortkampf macht, also ein stetiger Ignis hat, etwas erobert, gehen wir mal zu dem Fort oder wenn Venilia Fort zurückerobert wurde, damit wir eigentlich recht gut sehen, wo was los ist, wo die Egen überhaupt sind, sonst müssten wir suchen. Ja, jetzt hat Syrtis das Menria fort, wie gesagt, die sind ja noch Richtung Norden, Richtung Menria vorgegangen, das Ding erobert und wir könnten jetzt am besten, weil die jetzt wahrscheinlich zurückkommen und mich suchen, am besten mal aufhören leveln und Richtung Menria fort schauen. Am besten hier am Ding entlang. So, wir tricksen sie ein bisschen aus. Ach komm, hey. Am Charakter gebunden steht jetzt dort. Okay. Gut.
Also wir müssen sie ein bisschen umkurven, damit sie uns nicht eigentlich abfangen oder eben beim Leveln überraschen. Und dann gehen wir von hinten, also von Norden Richtung Menria fort, nicht von Süden. Von Süden werden sie uns entdecken. So, also hier am Fluss entlang, Richtung Norden zum Strand. Und dann von Norden kommen, also sie ist ein Bogen und von Norden kommen. Und schauen, ob dort südlich, also wenn wir jetzt hier das Menria fort umkreisen, dass wir von östlicher Richtung kommen, Richtung Süden. Und dort schauen, ob ein paar Igen dort sind, die uns natürlich helfen beim Erobern, sonst alleine schaffen wir das ja nicht. Und wenn sich das wieder ein bisschen beruhigt hat, gehen wir wieder leveln oder gehen wir woanders leveln. Und ja, bekommen dadurch wieder mehr Sicherheit, weil sie ja uns entdeckt haben. Die haben sich vielleicht schon weiter gesagt, dass dort jemand levelt, dass man den ja killen kann, Levelkiller, sozusagen. Ja, wie man sie halt kennt, weil Königreichspunkte natürlich gern genommen werden von einem Leveler und dadurch mehr nicht so in Sicherheit sind. Wir könnten natürlich beim Shannarit-Kessel auch leveln, aber ich mag die Golems nicht so dort, die Sand-Golems. Und die Dings sind noch orange, die Lava-Golems. Dann bin ich eigentlich eher bei den Orks und hier bei den Zyklopen südlich da, wo wir gerade gewesen sind, am Leveln. Und weil ich mich dort noch ein bisschen am sichersten fühle, ohne Probleme zu leveln. So, wir gehen hier unten durch, können hier nicht so gut runter. Da können wir besser runter. So, ja, wir rutschen trotzdem. Naja, wir rutschen, weil es zu rutschig ist. Na gut. Ach komm, ey. Reg mich auf, wenn wir das warten. Hier sind ja alles weiß, wie immer. Wie immer noch, also ja, seitdem sie grün, hellgrün waren und immer auch bleiben. Und scheinbar wurde der ein bisschen roter. Also probieren wir das Fort zurückzuerobern mit den anderen Leuten, die hoffentlich da sind. Hier noch kurz das Gestein mitnehmen. Ein Magnet, gut. Schauen wir, ob wir es erobern können. Wenn nicht, lassen wir es halt. Und gehen wieder leveln. Ach, die Musik. Da sind sie. Ach, schaut mal. Können wir gleich mehr machen. Guten Tag, ich bin der Let's Player. Kennt ihr mich noch? Ja. Maybe. Können wir schreiben lassen. Gut. Rein, ja, nein, Pflicht. Es sind recht viele hier. Oh, Tower BX ist hier. Six Speed. Blastim. Kenn ich auch. Aniria ist auch hier. Die ist sicher jetzt so ein Level. Ja, die hat natürlich voll durchgelevelt. Die ist sehr aktiv. Ja, wenn ihr nicht angreifen wollt mit so Übermacht. Ja, nein, es ist nicht Übermacht. Jetzt sehen wir auch die anderen hier. Also ich bin der Schwache. Ich bin der Schwache der Hirten. Ja, der Hirten-Degen. Sage ich schon fast. Ja, ich werde natürlich direkt abgeblast. Blastem. Blastem. Ja, ja, ja. Da hätten wir ein paar. Den können wir angreifen. Ja, erreichen die nicht. Blöden Ritter auch nicht, leider. So. Jetzt. Schlag sie zurück. Nein, nicht blocken. Ja, ich habe zu wenig. Ich muss geheilt werden.
Yay, ich habe ihn besiegt. Ich habe da ein Bow, also von der Quest noch Ding bekommen. Halt mich mal bitte. Ich bin halt nicht in der Gruppe. Dann sehen sie mich nicht so. Aber sie heilen mich jetzt. So. Noch die falsche Taste gedrückt. Und jetzt bin ich eigentlich bald voll. Jetzt können wir den Wächter hier angreifen. Der leider keine Krips gibt. Schon zu spät. Bridget Jones ist auch noch hier. Also. Ja, jetzt haben wir eigentlich alle Buffs. Jetzt könnten wir... Ja, von dem bekommen wir... Ja, doch. Wir haben ihn überbekommen. Gut. Wir haben ihn überbekommen. Stun ist noch aktiv. Komm jetzt. Weg mit dem Stun. Wie lange geht der Stun? Hey, geht's noch? Und jetzt können wir... Na gut. Dann auch nicht. Greifen wir das Tor nicht an? Was ist jetzt so taktisch? Viel zu passiv. Ihr seid zu passiv. Leute, ihr seid viel zu passiv. Jetzt sind die Null. Ach, bis ich alles wieder Ding bin. Geübt bin. Geht einige Zeit. Ja, danke. Lass mich in Ruhe, ich habe wenig Leben. Nicht mich angreifen lassen. Ah, oh, Mann. Dauert es dann. So, jetzt. So, jetzt mich wieder hochheilen. Oh je. Das ist mir ein bisschen paar zu nahe. Wir werden zurückgetrieben. Die Ritter gehen einfach mit in die Syrten, Irgendmasse von den Syrten. Die denken, sie seien gut. Ha! Der ist so tot wie tot. Ha! So gut wie tot. Ja, genau deswegen wollte ich auf die Seite, bin dann doch nicht gewesen und hat mich getroffen. Ja, ja, wie viel sind da Schützen? Hey, oh. Ich traue mich nicht zu nahe. Ich habe so halbes Leben. Mann, das ist so... Weißt du, bei Regnung machen die Schlachten irgendwie keinen Spaß, wenn alle so passiv sind. Immer sich zurückziehen. Macht mal volle Pulle eins drauf, aber... Die kommen natürlich wieder nach, die gestorben sind. Hm. So knacken wir die Bogen nicht. Oh, schade. Der Gewächter ist auch hier. Töten wir den Wächter alleine. So. Und wo kommen die Egen, die gestorben sind? Nirgends. Kommt die nicht mehr. Kommt wieder, Leute. Nicht so passiv. Man sollte ein anderes Kampfsystem für Champions of Regnum machen. Ein viel actionreicheres, ohne dass man die Gefahr hat, die ganze Zeit zu sterben. So ein bisschen Diablo 3 Feeling hätte ich gerne. Ja. Okay, wir haben zu... Ja. Leute, greift doch an, Ritter! Ah, niemand hat angegriffen. Ach, natürlich werde ich natürlich angegriffen als Barbar. Da müsst ihr mich beschützen können, sonst... Naja. Da ist neben mir... Ah, das ist der Ding. Die Schildkröte. Wer hat mich jetzt angegriffen? Mystix und Mako. Hm. Die machen recht viel Schaden, vor allem Mako, weil er Barbar ist. Mystix hat noch einen Feuerball daneben. Also herzlichen Glückwunsch, Marco. Du hast so viel Schaden an mich gemacht, weil du ein Suchti bist. Ah, ein fertiger Suchti, ja. Also, eben, wir gehen jetzt weg. Und leveln halt wieder dumm bei den
Golems unten, auch wenn sie nicht meine Lieblingsgegner sind. Und machen das mit Level 60 dann besser. Weil momentan haben wir recht wenig Chancen, damit zu entscheiden, die Schlacht entscheidend zu enden oder so. Müssen wir recht viele Items bekommen und eben Level 60 sein, sonst bin ich natürlich auch immer erstes Ziel. Die werden schauen, der ist sehr leicht oder nur leicht oder so. Greifen wir den an und dann bin ich immer am schnellsten tot eigentlich in der Schlacht. Aber ich habe doch schon recht gut überlebt, aber auch nur, weil ich Glück hatte wahrscheinlich. Und trotzdem, habe ich wenigstens ein bisschen können helfen. Mit Level 52 ist halt mehr helfen nicht möglich. Ja. Also, was haben wir jetzt? Ja, noch genug Zeit zum Leveln sein. 244 ist auch gut. Sind leider nicht so nah beieinander, diese Golems. Schade. Aber wir kommen jetzt sicher mal 20% schneller voran. Das gibt auch ein bisschen Motivation. Ach komm, ey. Seit wann braucht man das Treten? Mach das lieber so. Gut. Weil ich muss den Sprint einsetzen, das war oben, nicht auf der 2 oder auf der 1. Naja. Übung macht am Meister. Muss man sich halt wieder einfinden. Lalalala. So, wir haben hier 58er Hosen und 60er Hosen. Eigentlich sind die 58er schon besser mit dem Mana. Ja, die sind eben noch. Orange. Sonst gibt es keine Wüstenfelsgolems mehr hier. Ja, hier oben. Okay. So. Nächster. Also irgendwie wurden die EP verändert, verkürzt, die man für ein Level braucht. Also man braucht jetzt für ein Level weniger EP, Erfahrungspunkte, und so, dass wir jetzt eigentlich schneller auf Level 60 sind. Und die EP wurden eigentlich gleich behalten. Das war nur der Bonus jetzt ein bisschen mehr. Ich will mal kurz lesen. Hier nicht hoch, gut. Sie regen sich auf, dass man so viel Barbars sind und 38.238 Bashis sind und man stirbt trotzdem. Ja, wenn die Syrt natürlich viel öfters viel schneller vorwärts, weil sie die ganze Zeit dominieren. Dann sind die Gegner halt ein bisschen schwächer und das macht halt viel aus. Aber ja, herumjammern, weil wir so schwach sind, nützt nichts. Es ist nun mal ein bisschen unbalanciert, sozusagen. Aber wenn irgendwie mehr Gegner das Spiel verlassen und auf Ra gehen oder auf Amnun, dann haben wir halt bei den Inken immer wieder weniger Leute und so, wo auch Motivation haben zu spielen. Das ist nun mal so. Und scheinbar haben viele noch die Seiten gewechselt, sind zu Syrten gegangen. Wenn die alle denken, ja, sie müssen im erfolgreichsten Reich sein, dann wird es immer unausgeglichen sein. Man sollte ja die schlechtesten Reichen unterstützen, aber
Dazu haben die meisten Spieler auch keinen Mumm. Weil eben, sie wollen natürlich den Besten anschließen und nicht den Schlechtesten. Und es wird wahrscheinlich nie mehr sein, dass ein anderes Reich besser ist als die Sirten. Weil die Sirten einfach momentan noch die meisten Spieler haben und die aktivsten Spieler haben. So, müssen wir jetzt doch die angreifen, wenn so wenig spawnen. Da haben wir noch einen kurzen. Einen kleinen Wüstengolem. Wow, 1799 Schaden. Praktisch. Tandir Yarminia, ist das eine neue? Schubsi ist auch irgendwie neu. Keine Ahnung. Mal schauen, wie lange eigentlich Valhalla noch bleibt, also bis es ganz ausstirbt oder so. Ich hoffe nicht so schnell, aber kann wirklich sein, dass es relativ zügig jetzt doch leider geht, wenn alle Syrten gehen oder Eisen gehen, keine Igen da mehr sind und niemand dann Bock mehr hat. Weil die Motivation liegt an den Spielern und nicht an den Entwicklern. Das ist nun mal so, die Entwickler machen nichts mehr, das ist klar. Also, ja, also vielleicht ein Patch pro halbes Jahr rausbringen. Aber das bringt die Spiele auch nicht zurück zu Valhalla. Ich gehe mal hier weiter nach vorne, da gibt es sicher noch mehr Golems, damit die hier regenerieren können. Und ja. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, da sind noch ein paar. Gut. Auf das habe ich gewartet, dass man nicht wieder mehr Wüstenfelsgolem killen kann überhaupt. Weil wir sind irgendwie ein bisschen zu schnell am Killen. Dann können sie nicht nachspawnen. Löwenhose. Barbar Level 53. 200 bis 9, plus 9. Hosen. Das gehört hierhin. Ja, nein. Schrott. Wir haben bessere. Ausweichchance ist schon wichtiger. Auch wenn es nur plus 2 war oder wie viel? Plus 10. Okay. Flamst. Immer flammen. Flämische. Das sind flämische Spieler, die flammen. Die flämischen Spieler flamen. Flam. Schön, dass du das als Flam auf. Ich kann nur noch Flam sagen. Flamen. Schön, dass du als Flam aufnimmst. Ich sag nur, wie es ist. Na, wie gesagt, dann mach's besser. Aha. Die Diskussionen sind so, pragmatisch. Sie bringen viel. Nein, sie bringen nichts. Man kann meckern, man kann herumdingen, aber viel bringen tut es nicht. Die Spieler wollen es so scheinbar. Und man muss es so akzeptieren, sozusagen. Tja. Gleich mal ein Stun gleich am Anfang des Kampfes. Auch sehr nett. So, was ist jetzt? 21. Bei langsamen Spielen muss ich immer ein bisschen auf die Zeit schauen. Bei schnellen Spielen, da weiß ich, wann ungefähr 30 Minuten vorbei sind. Ich will sie nicht mehr länger als 30 Minuten machen, weil es dann immer sehr lange geht zum Hochladen. Zwischen 20 und 30 Minuten, aber am besten irgendwie 28 Minuten oder 29 Minuten. Das ist so nah wie möglich an die 30, aber nicht über die 30.
Und darum schaue ich momentan auch öfters wieder auf die Uhr. So. Nee, die Menschheit ist ja so. Keine Ahnung, wer du bist, also von daher. Grüß Gott. Psst. Bring mal Ordnung in den Hühnerhaufen hier. Wo ist der Hühnerhaufen? Gibt's einen Regen um Hühner? So. Also, nächster Part kommt vielleicht in 2 oder 3 Tagen. Und, 2 oder 3 Mal wöchentlich. Weil Hauptprojekt ist sicher mal Minecraft und Diablo 3. Und Nebenprojekt ist momentan jetzt Champions of Regnum. Bis es wieder ein bisschen mehr Motivation gibt. Und bis es, ja, die Zuschauer natürlich auch vermehrt wieder zuschauen. Weil ich ja jetzt eine monatliche Pause gemacht habe, werden wahrscheinlich nicht so viel zuschauen. Aber würde es wirklich beglückwünschen, wenn ihr auch zuschaut. Wenn ich sehe, es wird längere Zeit geschaut und so. Die Interesse ist da, wird natürlich das wieder zu einem Hauptprojekt. Aber ich schaue immer wieder um, ob es ein anderes MMO gibt oder geben wird, das dann auch Aufrufe gibt. Und wenn ihr Wünsche habt, bringt das. Schreibt es einfach in die Kommentare von einem Video oder in meinen Kanalkommentar. Und bei mir dürft ihr alles wünschen. Nutzt es. Nutzt die Chance, wenn ihr wirklich was sehen wollt. Wenn ich irgendwas zeigen soll. Wenn ihr von irgendwas etwas kennt, also wenn mal eine Schlacht stattfinden wird oder so, dann kann ich das aufnehmen. Oder, ja. Ihr könnt mich zum Beispiel auch bei Skype hinzufügen und dann immer mich anschreiben, wenn eine Schlacht kommen könnte, wenn viele online sind. Dann kann ich sofort online kommen und sofort aufnehmen und die Schlacht dann zeigen. Das wäre auch gut. Wieso nicht? Also dann, ja. Fände ich wirklich toll, wenn wir da ein bisschen zusammenarbeiten könnten. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen dieses Partes. Und die nächsten kommen eben bald. So, ja, dann hören wir auf hier. Und ja, schönen Abend noch, schönen Tag, schöne Woche, schönen Monat, schönes Jahr, eventuell. Und danke eben fürs Schauen. Tschüss.